Oh, da speit der Ratte das Feuer. Das heißt gleich. Das müsste es sein, ne? Die ganzen Feuerwerk, also dass das ganze Feuerwerk auf einmal kommt, das ist schön. Das mag ich halt sehr an diesen Festen. Sehr, sehr schön. Okay. Die ganze Band ist zusammen. Sehr schön. So, da würde ich mal sagen, machen wir hier ein bisschen Disco-Fieber jetzt. Ah, das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Ja, ich lade dich gleich in die Jagdgruppe ein, keine Sorge. ich muss bloß kurz im Moment ein bisschen ausnutzen. So, Jagdgruppen, genau. Kiki winken und einladen. Oh, du bist auch nicht eingeladen. Du bist auch nicht eingeladen. Ich lade einfach mal jeden ein. Wer nicht will, der kann ja gerne ablehnen. Das verpasst. Ach, echt alle? Da habe ich irgendwas verpasst? Schade. Ich dachte, das wäre schon gewesen. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Was machen wir jetzt von wegen Jägerkönigsmünzen? Haben wir hier irgendwo eine. Gibt es überhaupt eine normale Ratjan? Ach so, dann wahrscheinlich nicht in Herausforderung, nicht wahr? Hier, die da. Also sind wir jetzt nur alleine? Nee, zu zweit, okay. Die Emma Walt Disco Welle. Okay, dann machen wir die mal, um die Münzen zu bekommen. Wobei dann wir da wahrscheinlich nicht die Jägerkönigsmünzen bekommen, ne? So, was haben wir denn für tolle Sets? Ach Gott, ach Gott. Okay, ich nehme Glefe. Du hast wohl Energieklinge. Okay. Dann würde ich mich vielleicht mal im Heavy Bonkern probieren. Jo, mach ich. Glefe Main Approved, ja. Und nehme ich Glefe? Ich weiß es gerade nicht. Glefe könnte auch interessant sein. Heavy Bonkern oder Glefe? Was haben wir denn hier? Feuerwiderstand, Handwerk, okay. Sprungmeister. Heavy Bogan, okay. Auf deine Verantwortung. Nichts, das drückt Knöpfe und das Chaos bricht aus. nee, nee, keine Sorge. Ich will halt schon selber den Discord machen, damit ich ihn persönlich machen kann. Das ist zwar nett von euch gemeint, aber wie gesagt, das will ich schon selber machen. Ich habe zwei neue Mod-Einstellungen gefunden, ja. So. Das funktioniert definitiv schon mal nicht so gut. Probieren wir es mal damit. Oder wir nehmen gleich das da. Das macht auch immer Spaß. Oh Gott, aua. Ich übernehme volle Verantwortung. So, komm schon. Ah. Hä? Warte, was? Ist das nicht eigentlich die MG? Ah gut, das kann ich jetzt gerade vergessen. Ich bin gerade eben ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, war das nicht eigentlich die MG, die ich da gerade eben hatte? Ach, oder ist das jetzt vielleicht eine andere. Das kann natürlich sein. Eine andere Art der Heavy Bowgun. Weil das war jetzt, glaube ich, ein krasser Schuss, nicht wahr? Und nicht die MG dann. Das war nice. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, ja, wow. Die Heavy Bogan ist mir halt echt zu langsam, muss ich sagen. Also, ja, vielleicht coole Waffe, aber man muss sehr vorsichtig sein. Und ich finde, in World muss man halt doch mehr, dass man World mehr oder näher ran muss, um wirklich was effektiv zu treffen.
und der Rückstoß ist halt richtig krass. Oh, Lähmung. Lähmung sollte ich dann vielleicht mal machen. Hallo? Also, ich habe schon nachgeladen. Interessant. Nee, ein Schaden nur. Hä? Wieso? Hi. Oh Gott. Okay. Du bist gelähmt. Und jetzt hauen wir doch noch rein. Das ist irgendwie alles nicht so das, was ich machen sollte, was ich machen will. So, wir laden das hier. Jetzt muss ich den genau perfekten Zeitpunkt abpassen. Ach, das ist eine Mega-Schrotladung, wie mir scheint. Okay. Interessant. Gott, ich bekomme überhaupt nichts gebacken mit dieser Heavy Bowgun. Vor allem, weil ich halt auch... Die Rolle ist furchtbar. Jetzt bin ich gleich tot. Die Rolle ist halt echt furchtbar, weil du halt eine halbe Stunde rollst. Nee, also das nervt gerade eben, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie schon Heavy Bowguns gespielt, aber keine war so schlimm wie die. Ich kann die Hälfte der Zeit nicht schießen, weil ich einfach bloß irgendwie die ganze Zeit immer wieder wegpacke und auspacke. Es ist furchtbar. Und wenn ich mal irgendwo... Da, ich habe nichts gemacht. Ich wollte die Waffe nicht wegpacken. Was ist los mit dir, Spiel? Gott, ich hasse das. Und ich habe das automatische Wegpacken schon ausgeschalten. Das ist einfach bloß manchmal so, dass das Spiel rumdirbt. Das ist furchtbar. Das ist ein Perforschuss, wo dann noch 5 Explosions danach kommen. Ah, okay. Oh. Dass du da mal irgendwie gescheite Schaden machen kannst, bist du ein alter Mann geworden. Das ist echt schlimm. Komme ich das ja, dass ich probieren darf? Nein! Kannst du vielleicht wenigstens herausfinden, was es ist, bevor du es probierst? Das wäre mal super. Ziemlich nice gegen Kulve. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Großes Ziel, großer Effekt. Ja, nein, ich wollte das doch nicht. Das wäre halt gerade der perfekte Moment gewesen, um das... Oh, das könnte auch der perfekte Moment sein. Ja, ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Weiß es ja, weiß doch, wie ich es ausbekomme. Das hat das letzte Mal beim Dings auch nicht so gut funktioniert, beim Automod. Der hat dann 2 Tage später immer noch Leute gebannt. Oder zumindest Nachrichten gebannt. Wegen irgendwelchen random Sachen. Ja, es lädt schon schnell wieder auf. Also wenn man aber weiß, wie man es machen muss, dann ist das schon eine sehr gute Schadensquelle. Das ist schon richtig. Aber der Rest gefällt mir halt überhaupt nicht von der Waffe. okay. Oh Gott. Nicht das probierte, das Stream ist platt, ja. Schade, warum ich jetzt das große gerade nicht habe. Das wäre schön. Was habe ich von Drache bloß 3? Das ist nicht sehr viel. Oh Gott. Wow, okay. Drachenschüsse sind ja ultra langsam. Was zur Hölle? Die haben scheinbar ein bisschen Pierce, aber trotzdem. Oh nein, wieso musstest du genau jetzt die Waffe wegpacken? Gott. So ein Drachenschuss fliegt ja erstmal eine halbe Stunde, ne? Also, das war keine angenehme Quest. Ja, yeah, es hat Perfo-Effekt, aber wie gesagt, das fliegt ja ultra langsam. Gut, Würfelfeuer hätte ich auch gehabt. Ja. Also, Heavy Bowgun ist ganz cool, aber definitiv nicht meins. Viel zu langsam, viel zu klumpig.
Da dann doch lieber die normale. Da hat er nur immer nur drei, okay. Hey, neuer Rekord, krass, oh wow. Aber wenigstens Ratian-Münzen. Immerhin das bekommen wir. Das ist ja schon mal sehr schön. Ist aber halt ziemlich stark, ja, okay. Das mag dann schon sein. So, probieren wir es gleich nochmal. Dann wähle ich jetzt noch was anderes, weil wir brauchten vier Stück. Das wäre ja ganz praktisch, wenn wir da nochmal zwei nehmen würden. So, Arena-Quest. Ratian. Und mal schauen. Ich finde Drachen noch nicht mal stark. Ja, gut, wenn du halt viele Punkte hast, wo das Monster anfällig ist, dann geht das. Aber ansonsten ist es halt echt nicht so mega. Also das nächste Mal nehme ich eine andere Waffe. Also jetzt, ne? Ich weiß gerade noch nicht welche, aber irgendeine davon werde ich mal. Ich werde mal schauen. So, dieses Mal klappt es auch mit Louis. Und wir gehen da nochmal hin. Danach brauchen wir bloß eine Jägerkönigsmünze und die bekommt man Jägerkönig von jeder. Von jeder Herausforderungsquest. Kann mir das jemand sagen? Oder gibt es da unterschiedliche Sachen? So, ich nehme Lefe. Ich hänge nicht fest, ja. Es hat auch langsam halt viel Reichweite, ja. Wie gesagt, das ist nicht meins. Wie gesagt, weiß das jemand, von was man alles Jägerkönigsmünzen bekommt? Weil dann können wir da ja nochmal eine andere Quest machen. So, mal sehen, was die Glefe denn so kann. Die Ratian brüllt jetzt auch nicht die ganze Zeit rum. Das ist ja auch da ganz nett. Also, hier ist ein bisschen anders gebaut. Das heißt, es ist schwieriger, ihren Schweif zu bekommen. Nicht, ja, jetzt war rot. Verdammt. Okay, nee, das war auch nicht. Was das? Hä? Wo ist ihr weißer Buff? Nee, ist grün. Flügel? Flügel sind's, okay. Na, also. Nee, mache ich viel lieber Schrot. Okay. Na, keine Ahnung. Weiß Beine. Nee, oranges Beine. Weißen Flügel. So, das sollte jetzt hoffentlich mal ein bisschen schneller gehen. Vielleicht ist bei manchen Viechern so, aber genau. Bei ihr Flügel. Grünes Heilung. Ja, das dachte ich mir schon, aber ich war es halt so gerade eben von der Gigante gewohnt, dass ich halt. Ach, komm. Dass ich vom Schweif das bekomme. Deswegen habe ich die ganze Zeit das probiert. Oh, jetzt mountest du sie. Mies. Oh, Falle. Okay. Dann packe ich schon mal die. Ne, zwei Lähmungsmesser sind jetzt nicht so viel. Schlafmesser. Oh ja, ich habe auch Fallen. Hatte ich vorhin auch Fallen? Ups. Na gut, jetzt liegt sie eh gleich. Ja, da sieht schon mal sehr schmerzhaft aus, was da passiert. So, das hier sollte auch sehr schmerzhaft werden. Oh ja, oh, wow. Nein, 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 nein. Okay. Louis, tu dein Ding. Ja, gut. Arg anders hätte es nicht unbedingt funktioniert. Wieder, willkommen zurück. Sehr schön. Ach so, man kann mehrere Sachen machen. Das heißt Kreis. Ah, und dann, ja, okay, ich sehe schon. Dann kann man zwei Angriffe in der Luft machen. Okay, das ist cool. Und zurück. Okay, das war gerade noch ihr Gesicht. Interessant. Was genau bringt es eigentlich, alle drei von den Buffs zu haben? Weil jeder von den einzelnen Buffs ist ja so ein bisschen Geschwindigkeit, Ausdauer, sonst irgendwas, nicht wahr? Aber
Was genau das bringt, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also wenn ich alle drei zusammen habe. Na. Schnell mal nachschärfen. Sag mehr, du kannst dich so lange du Ausdauer hast in der Luft halten. Ach, krass. Das ist ja cool. Alle drei machen deine Angriffe viel cooler. Okay. Style-Punkte sind schon mal in Ordnung. Das ist egal, was der Rest macht. ein Absprungangriff in der Luft. Oh Gott. Okay, interessant. Das ist schon irgendwie cool. Ja, Fallen müsste ich eigentlich auch viel mehr stellen, ne? Aber mir macht es gerade viel zu viel Spaß, hier einfach zu verprügeln. Wie viele Fallen hast du eigentlich? Okay, das war's. Nice. Das würde ich doch sagen, war schnell. Wahrscheinlich immer noch kein A-Rang, aber trotzdem gut. Das war eine gute Quest. Okay. Genaue Effektivität ist kleiner als Showmanship. Ja, das ist richtig. Oh Gott, diese Rüstung, ne? Mit diesem komischen Pelzball auf dem Kopf. Ach, sehr schön. So, da haben wir auf jeden Fall zwei Rathian-Münzen, eine Spitzenmünze, aha. Das praktischste Monster in the World, Monster schnell farmen, so geht's. Ach, leichte Ohrstöpsel, also Stufe 1 oder 2, au, oh, okay. Das bringt das auch, das ist natürlich auch cool. Aha. Du musst dich nochmal checken, Nixius, ich hab's gesehen. Der hätte mir aber auch einfach sagen können, wir brauchen bloß eine von den Münzen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie da 20 Münzen farmen müssen. Also vielleicht irgendwann mal, aber nicht direkt jetzt. So. Muss nur mal kurz mein Headset anstecken. Ja, keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht unbedingt... Okay, es geht. Das ist gut. Steht da irgendwo was Schnelles? Nee. Arena Quest 6. Okay. Machen wir es aber so. Schauen wir uns mal Arena Quest 6 an. Oder ansonsten vielleicht auch die Herausforderung. Gibt es da noch irgendeine krasse Herausforderung, die vielleicht bloß getimed ist? Was gibt's denn hier noch? Na gut, das ist so eine große Quest und die X will ich eigentlich nicht machen. Ja, das ist schon die da. Nee, nicht unbedingt. Gut, das halt, aber das ist halt schon echt... Das ist ein bisschen krasser als das, was ich jetzt eigentlich machen will. Devil-Yo. Ob ein Devil-Yo auch eine bestimmt, oder? Läuft in 2 Tagen aus, okay. Wir können es ja mal probieren. Ich meine, klar, Arena Quest 6 wäre dann auch easy, Dodogama. Aber komm, machen wir doch einfach mal den Devil-Yo. Gute Chance, dass der das gibt. Das wird zwar echt widerlich werden, aber schau mal. Was war nochmal? Paulumu war unsere, genau. Ich wollte gerade eben nachgucken, was die Beutezüge waren. Genau, Eventquest müssen wir noch machen. Paulumu und eine hochrangige Herausforderung, das haben wir ja, genau. Na gut. Bei der Beste der Besten bekommst du noch bessere Münzen. Okay. Gibt's das also auch noch? Na gut. Dann machen wir jetzt einfach mal die. Wie gesagt, das sollte schon passen. Ansonsten kommt der Dodogama halt nochmal schnell hinterher. Das sieht ganz cool aus, die Rüstung. Okay. Mir gefällt die Rüstung irgendwie. Was ist das für eine? Ich habe nur Angriffs... Okay, ich dachte gerade. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur Angriffsboost. Das im Wald ist nice. Da hast du keine Items. Also so gesehen, wie das Spiel es gerne hätte. Dass man die Sache halt farmen muss. Ah, okay. Okay, das sieht auch ganz gut aus.
Achso, Nergigante, Nergigante, Guss, Ratian, Nergigante. Ha. Huh. Glefe gegen. Drache, Ältestensiegel hoch. Dezimiere, Clown. Oh. Lähmsorten Shield. Ob ich das hinbekomme? Ich weiß es ja nicht. Die Lähmung wäre aber halt echt cool. Was nehme ich? Langschwert? Langschwert war irgendwie so langweilig, ne? Ja, Sword and Shield habe ich heute noch nicht gemacht. Und Lähmung klingt gut gegen Devil Yo. Was meine Eltern gerade so, willst du mit uns, also mit uns zum Griechen? Ich so, sitzen wir draußen, sie nie drin. Ich, okay, komm nicht mit. Ja gut, bei dem Wetter. Also bei dem Wetter ist tatsächlich die Frage, ist es besser drin oder draußen zu sitzen? So, schnell mal uralten Trank. Nachtsam. Diamantsam. Sprintsaft. Lähmungsmesser. Okay, ich kann sogar ein bisschen beschummeln. Und los geht's. Dann schauen wir mal, was wir anrichten können. Gott, Sword and Shield habe ich ewig nicht mehr gespielt. Aua. Den Booster hätte ich ganz gerne. Das kann helfen. Kannst du aufhören, mich die ganze Zeit umzurennen? Blödes Biest. Oh, das hasse ich am neuen Devil Yo. Diese kleinen Punkte überall, wo er einen dann schnell mal... Und das. Wo er ihn schnell umschubst. Und dann halt der Schweifhieb. Der mich jetzt auch viel heftiger trifft. Okay, er ist gelähmt. Sehr schön. Da müssen wir jetzt hier mal schnell draufhauen. Ja, guck mal, wir tun auch schon ziemlich gut weh, würde ich sagen. Das war schon gar nicht schlechter Schaden. Ich denke, das war gar nicht verkehrt, das zu benutzen. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Uah. Bloß da nicht in irgendeine blöde Situation reinrennen. Die Hänge 100 erreicht. Glückwunsch. Oh Gott, ich hatte es vergessen. Ich hatte vergessen, wie krass der Dracheneffekt aussieht hier. Ja, jetzt wäre Reichweite ein bisschen schön, um seine Arme zu erwischen. So, Instant-Schockfalle. Oh Gott, nein. Samok. Ich rette dich davor, Abendessen des Devil Yos zu werden. Aua. Dafür werde ich jetzt Abendessen. Oh ja. Oh, wow. Das war gut. Ja, wir tun ihm schon weh. Haben wir heute den Trutzmann geholt? Ah ja. Oh, Erdbeben. Nein, nicht das Fangnetz auswählen. Bitte nicht. Okay. Oh, ich habe auch den Affinitätsbooster. Ja, ich wusste nicht, dass das Ding noch ein bisschen braucht zum Aufladen. Oh Gott, das war gefährlich. Puh. Na, komm schon. Das war knapp. Ich habe noch ein paar Lähmmesser. Au, toll. Arme, du meinst Ärmchen, ja gut. Wie man es nimmt. Und wieder gelähmt, nice. Komme ich da an seine Ärmchen ran? Ja. Sehr schön. Ja, hält natürlich jetzt nicht mehr so lange, das ist klar. Ah, schade. Nein, ich wollte da nicht einfach bloß runterrennen. Ah, ich hasse das manchmal. Okay. Wow, was? Hilfe! Nein! Oh, wie dumm! Hat mein Stream... Was? Oh, wow, ich kann's nicht anders machen. Was zur Hölle?
Okay. Was war das denn jetzt? Ja, nice, ne? Vor allem, dass ich es halt nicht unterbrechen kann. Gott. Update von meinem Headset, dass du halt nicht unterbrechen kannst. Wow. Ist mein Stream noch da? Das war richtig toll. Und ich weiß gerade nicht mal, was das Ding macht. Scheinbar gar nichts, ne? Achso, okay, ich muss es jetzt starten. Gott. Ja, geht noch. Okay. Ich hatte auch gerade keinen Ton mehr. Wow, ne? Er ist noch da, aber scheinbar, oder zumindest er ist nicht abgebrochen, aber meine Aufnahme ist kurz abgebrochen. Ja, das ist ätzend. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, pff, da war ich jetzt gerade auch überhaupt nicht mehr drin in der Quest. Das bin ich gerade allgemein nicht mehr, muss ich sagen. Habt ihr zur perfekten Zeit? Ja, vor allem so penetrant. Ich konnte es halt nicht wegklicken. Ah, Gott. Kann der Devil jetzt bitte endlich mal sterben? War das nicht auch bloß 3 Minuten als Dings, als Arang? Wie soll man die ganzen Zeiten denn erreichen, frage ich mich. Das funktioniert doch alles irgendwie nicht. Oh Gott, ja, toll. Psst. Das habe ich irgendwie schon... Ach so, das funktioniert trotzdem. Ah, meine Güte, okay, du hast auch nochmal eins belegt. Kannst du jetzt draufgehen? Vielleicht war Sword and Shield doch nicht die beste Idee. Weil ich denke zwar, dass ich ihm ganz gut Schaden mache die ganze Zeit, aber irgendwie auch nicht, ne? Ansonsten hätte das ja schon irgendwas gebracht. Guten Abend, Steffi. Schön, dass du dabei bist. Willkommen im Stream. Ich hoffe einfach mal, dass ich da so eine Spitzenmünze bekomme. Dass es den ganzen Aufwand auch wert war. So, auf den Dead Booster können wir gerne nochmal hinlegen. Oh Gott. Ja, stimmt, seine Sprungreichweite. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh, nice. Kannst du jetzt bitte sterben? Ich mache dir doch ganz gut Schaden. Also hier wirklich ständig und dauerhafter Schaden, aber nö. Interessiert ihn halt kein Stück. Na komm schon. Oh. Gott. So, jetzt geht's noch in meine andere Falle. Ja, okay, hat zumindest die Falle ausgelöst. Das ist schon mal ganz schön gewesen. Ah, noch ein Schritt. Komm schon. Na also. Ja. Ist halt mies, dass er da trotzdem noch zuhauen kann und trotzdem noch Schaden machen kann. Ah, ist richtig dumm. Wie kommen denn die Gurke daher? Keine Ahnung. Das haben sich schon ganz andere Leute gefragt, wie die Gurke hier überhaupt hergekommen ist. Ganz zu schweigen davon, dass sie jetzt in der Arena rumhockt. Okay, du hast auch eine Falle gestellt. Das habe ich auch gerade noch entdeckt. Oh Gott. Oh, das ist uncool. Teer und die Falle gehoben, ja. Das funktioniert halt definitiv nicht mehr. Leider. Kein Problem. Ist ja schön, dass du noch hergefunden hast, Steffi. Wir sind nämlich das Monster voll an das Großmaulvieh aus Ader M. Das ist eine Lava? Welches Großmaulvieh meinst du gerade eben? Warte, nee, ich hab... ich hab da, glaube ich, was im Kopf gerade eben, aber ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, welches. Nee, das kannst du so vergessen. Ihr bekommt halt irgendwie F-Rang oder so irgendwas. Das Ding stirbt halt einfach nicht.
Mache ich irgendwas falsch? Also im ersten idyllischen Gebiet in Sektor 1. Ja. Also ich habe ADM schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das mit dem Wasserfall. Ja, das war das. Und natürlich High Sozi. E-Rang, ja. Den exklusiven Z-Rang, oh Gott. So, dreifach Schlag. So, ins Gesicht und nochmal ins Gesicht. Na komm, jetzt stirb bitte. Das kann's doch nicht angehen, oder? Das Biest halt immer noch lebt. Okay, der letzte Lärmschuss hat auch nichts mehr gebracht. Schade. Wobei, vielleicht ist er dann nochmal schneller an der Lähmung dran. Aber irgendwie... Ich seh's halt gerade noch nicht. Dass wir ihn überhaupt irgendwann mal töten werden. Wie gesagt, den sollen wir irgendwie in 4 oder 5 Minuten platt machen? Keine Chance. Also ich weiß nicht wie. Machen wir da jetzt gerade irgendwas falsch? Gibt's irgendwie einen Trick, Devilio sehr viel schneller zu töten? Gibt's irgendwelche krassen Geheimkombos bei Sword and Shield, die ich nicht kenne? Guck halt einfach massiv HP. Ja schon, aber wie gesagt, das müsste ja irgendwie machbar sein, den im A-Rang zu bekommen. Und ich schnibbel und schlitze und hack und... Ja, zermalmen wir ihn. Aber es bringt trotzdem nichts. Oh Gott. Cheaten, ja. Cheaten mag sein. Das ist eher mehr, ja. Ihr wolltet das Sword and Shield nehmen. Ja, vielleicht wäre eine Lähmwaffe und irgendwas krasses besser gewesen, ja. Jetzt haben wir diese Rücksprungangriff von deinem Kreis. Okay. Der geht. Wie ging der nochmal? Ah, so. Ah, okay. Interessant. Aber bis man das aufgeladen hat, ist halt Devilio auch schon wieder weg, ne? Das muss funktionieren, ohne dass er... Dass er mich weghaut, wegläuft, schreit. Das sind halt schon wieder so viele Sachen, die halt nicht funktionieren können dabei. Ja, ich habe ja Kreis gedrückt. Hab ich ja gemacht. Nur der Devil muss halt in der Nähe sein. Ja. Ich krieg's halt dann, wenn ich es machen will, krieg ich's halt nicht hin. Das ist das Problem. Na komm, nee. Ach. Kann ich sonst irgendwo hin? Ich will doch zurückweichen. Was denn los? Geht halt nicht. Wenn du hochspringst, meine ich. Kommt dann noch ein Folgeangriff, okay? Ich krieg ja gerade nicht mal den normalen hin. Das ist ja das. Ah ja, ich sehe. Okay. Aber pff, die Kombo kannst du so vergessen. Gott. Endlich. Meine Güte. Das war anstrengend. Okay. Ich hoffe mal, der Devilio war es wert. Aber wie gesagt, das kannst du halt nur sehr, sehr schwer benutzen. Wenn das Monster gerade immer erschöpft ist oder liegt, dann geht das. Puh, das war anstrengend. Komm schon. Wow, trotzdem noch B-Rang. Und Jägerkönigsmünzen. Na also, geht doch. Hey, und gebratenes Steak. Heute gibt's Devilio zum Abendessen. Nice. Diesmal war es mein Fehler. Hatte die Hälfte der Quest gebraucht, um zu kapieren, dass dieses Lightbogun ein Shotgun-Lightbogun ist. Okay, Shotgun, was heißt das? Aha.
Ja gut, kein Problem. Nicht so schlimm. Ich habe mich halt echt bloß gefragt, so, okay, das ist der Devil, you haut schon ordentlich rein, aber die Zeit war auch höher. Das ist also auch eine Sache. Ach so, vor allem Schrot. Ja, okay. Also halt tatsächlich, dass man eher mit Schrot kämpfen soll. Ja gut, meine Güte. Wie gesagt, passiert. Wir haben ja unser Bestes gegeben und das gut hinbekommen. So, nehme ich gerne nochmal an. Ihr tanzt immer noch, dann komme ich nämlich gleich mit dem neuen Set dazu. Also, Schmiede. Der dauert ja noch länger als Siren an. Naja, du brauchst halt die richtige Strategie, ne? Xamog ist Top-Jira? Oh ja, oh ja. Antwort für meine Frage. Was? Welche Frage? Achso. Ich habe mir das Set nicht angeguckt. Tut mir leid. Du wahnsinniger Schmetterling, du. Oh Gott. Aber Siren ging ja eigentlich auch ganz gut, wenn man mal eine Strategie vorhin hatte. Und das ist hier ähnlich. Wenn du den mal gescheit raus hast und die Waffen dann auch kennst, das ist halt das. Dann geht das gut. So, damit holen wir uns gleich unser zweites Setup. Sehr, sehr schön. Und damit haben wir eigentlich alles, was wir so an Event-Quests machen können gerade eben. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann geht's eigentlich bloß noch an die Kulve. So, ja, damit haben wir alles auf die Münze genau. Naja, gut, okay, eine Münze höher, aber trotzdem. Wir haben's gut hinbekommen. Und damit holen wir uns das Sakura-Set. Sehr schön. Nice. Ich würde auch mal sagen, das werden wir auch gleich tragen. Werden wir das tragen für die Kalfteroth? Mal schauen. Weil jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal auf jeden Fall eine Kalfteroth-Belagerung. Vielleicht sogar zwei, je nachdem. Halt, da wollte ich dann noch gucken, wie es mit den Materialien aussieht, die wir brauchen.